Hallo ihr Neugierigen! Letzte Woche ging die 12. Staffel von Let's Dance in die Geschichte ein. Pascal Hens und Ella Endlich rannten Kopf an Kopf und nur die Stimmen der Zuschauer entschieden, dass der Ex-Handballer Pascal seine Konkurrentin schlug und nach monatelangem Tanztraining den wohlverdienten Titel Dancing Star 2019 erlangte. Alle sind von seiner Leistung begeistert, er selbst hat kaum geglaubt, so weit zu kommen. Und was hat er nun vor? Wird er noch weiter tanzen wollen? Und wie feiert der Profi-Handballer seinen Sieg? Bleibt dran und erfahrt mehr über den Dancing Star 2019. Pascal und seine Tanzpartnerin, die Russin Ekaterina Leonova, mussten sich im Finale in 3 Runden bewähren. In der ersten Runde des Jury-Tanzes performten sie einen Tango zu Por una Cabeza. Als Lieblingstanz der 2. Runde zeigte das Paar die Salsa zu Valió la Pena. Und da bewies Pascal eindeutig, dass er sich rhythmisch bewegen kann. Und schließlich begeisterten sie in der 3. Freestyle-Runde mit einer Madagaskar-Performance. Und obwohl seine Rivalen von ihrem Tanztalent ebenfalls äußerst gut überzeugen konnten und obwohl Ella Endlich genauso viele Punkte von der Jury bekam wie Pascal, ging der Sportler als Sieger aus der Show heraus, denn die Zuschauer überzeugte seine authentische Art. Aber Hut ab auch für Pascals Tanzpartnerin Ekaterina, eine echte Energiebombe, die als die erste Profitänzerin schon das 3. Mal in Folge ihrem Partner zum Sieg bei der RTL-Tanzshow verholfen und aus ihm einen echten Tänzer gemacht hat. 2017 tanzte sie mit Gil Ofarim und 2018 mit Ingolf Lück. Gefragt danach, was ihr Geheimnis sei, meinte sie, dass sie an jedem Partner individuell reingehe, seine Vorteile und Nachteile abwäge. Dabei würde sie die Vorteile systematisch unterstützen und die Nachteile entweder in Vorteile umwandeln oder, wenn es nicht geht, sie vertuschen. Und schließlich geht es auch darum, einen persönlichen Kontakt und ein harmonisches Team herzustellen. Aber vor allem, wie sie betont, gehe es doch um die harte Arbeit. Jeder könne Erfolg erreichen, wenn er genug Kraft in die Arbeit reinsteckt. Die Handballlegende Pascal Hens, genannt Pommes, wurde 1980 geboren. Übrigens wisst ihr, woher sein Spitzname Pommes kommt? Nein, mit Essen hat es nichts zu tun, sondern mit seinen Armen, die vor allem in den jungen Jahren des Sportlers besonders lang und dünn waren und offensichtlich wie Pommes aussahen. Pascal gewann mit der deutschen Nationalmannschaft 2004 die Europameisterschaft und 2007 die Weltmeisterschaft. Mit dem HSV Hamburg holte er dagegen 2011 die deutsche Meisterschaft und 2006 und 2010 wurde er Pokalsieger. Doch die beste Leistung kam 2013, als er beim Gewinn der Champions League dabei war. So war er in jeder Hinsicht sportlich erfolgreich. Lediglich bei Olympia hatte er weniger Glück, denn sowohl 2004 als auch 2008 verletzte er sich während des Wettkampfs. Und als er schon sozusagen in sportlicher Rente war, kam die Anfrage, ob er bei der RTL Dance Show mitmachen würde. Und er nahm gerne die neue Herausforderung an, obwohl er ein wenig an seiner tänzerischen Begabung gezweifelt hat. Denn als ein sehr großer Mann, nämlich mit einer Größe von 2,3 Metern, könne er etwas ungelenk aussehen. Und obwohl er voll Zuversicht in den Wettkampf ging und sehr früh begann, an seiner Haltung zu arbeiten, dachte er ursprünglich gar nicht daran, in die Finale zu kommen. Sein Gedanke war nur, sich bloß nicht zu blamieren und seine Frau meinte auch, dass er sich bitte nicht zum Affen machen solle. Und sie erwartete gar nicht, dass er alles so hinbekommt. Offensichtlich überraschte er sich selbst. Er wurde immer besser und seit der Folge 5 zeigte er nur die beste Leistung. Insgesamt staunten so gut wie alle, dass er solche tänzerischen Performances bringen kann. Pascal versichert nun, dass er die anstrengende Arbeit der letzten Monate gar nicht bereue, denn er habe auch viel gelernt und als ein schöner Nebeneffekt noch 10 Kilo verloren. Einmal gab er während der Staffel zu, dass er den Tanzsport früher etwas belächelt habe, aber nun habe er verstanden, dass dieser Sport super anstrengend sei. Und tatsächlich entschuldigte er sich bei allen Tänzern für seine frühere Respektlosigkeit. Und im RTL-Interview sagte Hens, dass er sehr froh sei, den Pokal gewonnen zu haben, aber in Zukunft wolle er lieber Golf spielen, anstatt zu tanzen. Doch würde er die Tanzschuhe nicht gänzlich beiseite legen, denn er sei in den Bann gezogen. Aber erst muss der Pokal nach Hause getragen und der Sieg mit der Familie gefeiert werden. Denn seine Kinder, der Sohn Noah und die Tochter Mila, wollen die Trophäe mit eigenen Augen bestaunen. Dann würde Pommes mit den Kumpels feiern und gleich sei noch die Kommunion von seinem Sohn und da würde die ganze Familie auch mit feiern. Mit seiner Frau Angela ist Pascal seit 2002 zusammen und 2009 heirateten sie, aber sie kennen sich schon seit der Schulzeit. Nur, dass damals Angela Pascal nicht leiden konnte. Sie war auch sportlich und sie spielten gegeneinander. Dass Pascal in der Show teilnahm, war ihre gemeinsame Entscheidung und das aus gutem Grund. Denn sie vermuteten nicht nur, dass die Tanzvorbereitungen zeitaufwendig sein werden, sondern auch, dass höchstwahrscheinlich Affäre-Gerüchte auftauchen würden.
So etwas passiert jedes Jahr, komischerweise immer mit Ekaterina. Aber Angela ließ sich nicht aus der Fassung bringen. Sie gab zu, dass Ekaterina auf dem Parkett schon heiß aussehe, aber sie würde das Paar auch beim Training beobachten und sie wisse, dass all diese Gerüchte erfunden sind. Ja, darauf waren sie von Anfang an gefasst, aber verwundert hat Pascal schon, dass ihm Paparazzi auf der Lauer lagen, um eine solche Geschichte zu erfinden. Und was sagt ihr zu seiner großen Tanzleistung? Was meint ihr, was wird Pascal nun machen? Wird er vielleicht als Handballtrainer eine neue berufliche Etappe starten? Nach seiner Leistung in der Dance-Show zeigte er wohl klar, dass er genügend Grips dazu hat, durch harte Arbeit Berge versetzen zu können. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare und abonniert den Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und Teil der Community zu werden. Bis zum nächsten Mal.